Willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind immer noch in Frankreich und wie ihr sehen könnt, heute werden wir Berge erklimmen und zwar mit unseren Supermotos. Ich hätte mir eigentlich erhofft, dass hier überall geiles Wasser ist. Guck mal, man kann es sogar sehen. Dieser See hier, Lac de Saint-Croix, ist normalerweise türkisblau. Und das Einzige, was übrig geblieben ist, ist dieser kleine Pissfluss da in der Mitte. Ich habe gesehen, man kann da auch runterfahren. Sollen wir mal gucken? Ja, lass mal zum See runterballern. Ach du heilige Mutter Gottes. Ich hoffe, wir haben keinen Platten, weil wir können es nicht reparieren. Gut, dass dir das einfällt, wenn wir schon runterfahren. Boah, Alter. Geil. Sieht ja richtig nice aus. Eine richtige Enduro-Tour hier. Guck mal, wir sind einfach im See. Eigentlich stehen wir gerade mit dem Kopf im Wasser. Ich finde es eigentlich auch eine Challenge, da wieder rauszufahren, oder? Ja, super Challenge. Finde ich klasse. Ja, okay. Let's go. Ja, das mache ich genauso. Das will ich sehen. Komm, David. Das Motorrad muss unter dir arbeiten. Ja, nicht aufhören, Gas zu geben. Ja, genau. Alter, Graham Was? Jarvis, oder? Guck dir das mal an hier. Woo! Das war jetzt gerade schon ein kleines Erfolgserlebnis, ey. Wir haben den See abgecheckt. Jetzt geht's ab in die Berge. La Bergos. Woo! Das swirft er, als wäre es nichts. Vorderrad weggerutscht oder was war das? Hinten! Hinten, oh Gott! Guck dir diese Aussicht an, holy shit! Crazy, Junge! Guck mal, da unten bei der Brücke waren wir! Überleg mal, wie schnell wir jetzt hier hochgekommen sind. Übel, ne? Du bist auch ein bisschen aus der Puste, ne? Ja, meine Arme machen gerade ein bisschen schlapp. Von der ganzen Zeit Brücken hochziehen, anbremsen. Der Wheelie hat mir am besten gefallen. So, jetzt will ich aber mal deine Version sehen, wie ein David Boss das macht. Nein, stopp. Hä? Aus der Kurve kommen, hochschalten, andriften und aus der Kurve rausführen. Das will ich jetzt von dir sehen. Trockenübung. Aus der Kurve kommen? Ja, so Gas geben, ne? Auf die nächste Kurve zufahren, drei Gänge hochschalten, dann runterschalten, andriften, aus der Kurve ein Wheelie raus. Wo sind die Gehirnzellen? Wo sind sie? Ich glaube, da ganz unten, da sind die hängen geblieben. Das sieht aus, als hätte einer mal so mit einem Buttermesser durchgeschnitten. Ja, was ging hier ab, Alter? Vor Millionen Jahren. Tyrannosaurus Rex. Oh, die Beate, ja, die Beate. Oh, jetzt sieht sie sich gerade aus. Mhm. Oh, Beate, ich hab dich gern. Na, komm, einmal geht noch. Einmal kann ich noch gucken. Ja, oh, ey, jetzt. Beate, du bist meine heimliche Liebe. Das schaffst du. So knapp. Guck mal, da kommen schon die Adler. Crazy. Sollen wir da mal rauffahren? Boah, lass einfach mal machen. Ist ja sogar ein Parkschild. Steht ja nicht, wo man parken soll. Boah, Junge. Ja, ich würde sagen, warte, lass mich kurz schätzen. 17,5 Meter haben wir hier, bis zum Boden. Crazy, Mann. Lass mal ein Steinchen werfen, oder? Hier. Steinchen? Du kannst zwar kein Französisch, aber ich will gucken, ob du die Aussprache theoretisch drauf hättest. Vous citez ici à une altitude... Ein Hauch von Luxus, pompöse Yachten, teure Sportwagen, angesagte Strandclubs und natürlich Promis, wohin man blickt. Das ist es, was einem in den Sinn kommt und was die meisten erwarten, wenn sie Saint-Tropez hören. Freunde, wir sind einfach noch nach Saint-Tropez gefahren, weil wir dachten, wir müssen noch ein bisschen was erleben, wir brauchen noch Action, wir brauchen noch ein bisschen Schickimicki. Und wo bekommt man das besser als in Saint-Tropez? Oh, holy shit! Alter! Junge! Ey, die haben ja keine Rücksicht auf Verluste genommen. Einfach Vollgas straight durch. Das Auto sieht voll witzig aus. Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? One question. What is this for a car? What brand? Mimok. How? Mimok. Speemok? Mimok, yeah. Mimok. Minimok. Yes. I like it. Looks awesome. Okay. Have a nice day.
Ah, da steht's drauf. Mocke. Geil. Oh. Oh, Junge. Digga, Digga, Digga. Oh. Geil. Holy shit, Mann. Die Ducati wurde von der Polizei hops genommen. Komm, wir fahren mal in den Hafen rein, oder? So, Freunde, ihr habt jetzt gerade so ein dickes Boot angelegt und möchte tanken. Und ich wundere mich natürlich und frage mich, wie viel Liter geht in so ein Boot rein? Was denkst du, Maurice? Wie viel Liter geht in so einen Kahn rein? Ja, 1500 Liter, sowas. Also Maurice sagt, 1500 Liter kommen da rein. Wie viel das genau ist, das werden wir jetzt herausfinden. Hello, I have a question. How much liter of fuel can go inside this boat? 5000. That's crazy. Thank you very much. Holy shit. Einmal voll tanken, 7.000, 8.000 Euro. Und jetzt ist die Frage, wie viel verbraucht das Ding? Masse. Das war gewollt. Ja, 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 ja. Alles geplant. Guckt euch diese Dinge an. Das ist ja schon groß. Aber die zwei, die da hinten kommen, die sind einfach Maximum. Was Größeres steht hier im ganzen Hafen nicht. Sorry. One question. How much is a boat like this? How much euros? Approximately, let's say like 100. 100 million. Wow, that's insane. But it's a beautiful boat, so enjoy your day. Thank you. 100 Millionen Euro kostet die einfach. 100 Millionen Euro. Ja, yeah, Maurice haut erstmal einen schönen Circle Wheelie hier raus. Also Freunde, eigentlich wollte ich das nicht machen, aber ihr habt mich alle total genervt auf Instagram. Ich habe extra geschrieben, nein, wir fahren da nicht hin. Wir machen das nicht. Und ihr habt es immer wieder gesagt, immer wieder. Ich habe hunderte Nachrichten bekommen, David, fahr da hin, David, fahr da hin. Ich so, nein, wir fahren da nicht hin. Aber am Ende habt ihr es wirklich geschafft. Und deswegen fahren wir da jetzt hin. Wir fahren zu den Geissens. Sollen wir zu den Geissens fahren? Ja komm, Robert hat eben noch angerufen. Er meint, wir sind noch auf der Yacht. Er meinte, wenn wir Bock auf einen kleinen Snack haben, dann sollen wir vorbeikommen. Ja, dann machen wir das doch. Ja, wir sind gleich da. Nee, ich komme nicht mit dem Bentley. Mit der XC, genau. Ja, darfst du auch mal draufsetzen.